Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte vermutet, dass das Thema etwas Emotionen erzeugt. Dass es so weit kommt, war mir nicht bewusst. Ich kann uns das nicht ersparen, auch wenn ich versuchen möchte, das zusammenzufassen. Ich habe dieses Liederbuch, mit Erlaubnis möchte ich nur kurz zeigen, in einer Kirche in Nigeria auf dem Boden gefunden, 7 Tage nachdem dieses Dorf samt dieser Kirche von marodierenden Banden und Boko Haram in die Flucht getrieben wurde. Es war vor der Kollekte, denn man fand darin noch einen nigerianischen Dollar. Es ist mir in meinem Büro eine Mahnung, eine Erinnerung, dass nämlich Christen in vielen Regionen der Welt viel Not leiden und da müssen wir helfen. In der gleichen Region ein Projekt, wo Christen, die mich auch dahin geführt haben, mir erzählen, wie eine Moschee zerstört wurde und ein christliches Gemeindehaus. Aber die Christen waren die einzigen, die Ressourcen hatten und Spender, und so haben sie beides gemeinsam aufgebaut, sodass der christliche Prediger hinterher eingeladen wurde, im Freitagsgebet der Moschee zu sprechen. Deutliches, praktisches Zeichen für Religionsfreiheit, denn auch Muslime sind, und das haben wir jetzt mehrfach gehört, von Boko Haram betroffen. Es gibt Besseres, vielleicht Trotzigeres, gegen das Wüten von Extremisten, die die Religion für sich vereinnahmen wollen. Entschuldigung. In vielen Fällen, und gerade in denen, die Sie in Ihrem Antrag erwähnen, sind es eben nicht nur Christen, die unter der Verfolgung von Radikalen leiden müssen. In Nigeria, ich war vor wenigen Wochen in Kamerun, im extremen Norden, sind es weit mehr an Zahlen, die an Muslimen unter diesen muslimischen Extremisten zu leiden haben. Später auf dieser Reise hatte ich ein Gespräch mit verschiedensten christlichen Leitern und Bischöfen aus der Region Boko Harams, die stellvertraten etwa 11 Millionen Christen in dieser nordöstlichen Region. Und sie haben mir am Schluss sehr ruhig, sehr sachlich 2 Botschaften mitgegeben. Sie wussten, dass ich vorher Pastor war, aber Sie haben mir erst eine als Politiker mitgegeben. Vergessen Sie uns hier nicht. Wir sind nicht so in den Medien wie im Nordirak. Und, zu mir als Christ, vergessen Sie bitte nicht, als Christen auch für Boko Haram zu beten. Eine völlig andere Haltung dieser Christen als die, mit der Ihr Antrag geschrieben wurde. Wir müssen uns um das Prinzip der Religionsfreiheit in diesen Ländern bemühen. Für Christen, aber auch für Muslime, für Baha'i und alle anderen religiösen Minderheiten, die teilweise heute genannt werden und weit darüber hinaus. Ich zitiere eine Pressemitteilung des Stephanuskreises zu Ihrem Antrag, unter anderem heute. Das ist uns schon ziemlich nahe gegangen. Natürlich fühlen wir uns als Christen unseren Glaubensbrüdern und Schwestern besonders verbunden. Sie haben das gerade zitiert. Anders als bei der AfD geht es uns im Stephanuskreis, den wir ja in unserer Fraktion haben, aber nicht darum, Christen anderen Gläubigen gegenüber zu bevorzugen. Täten wir das, würden Vorbehalte ihnen gegenüber nur weiter geschürt. Wir helfen ihnen am meisten, wenn wir in unseren Bemühungen auch andere unterdrückte Glaubensgruppen mit einschließen. Und das hören wir in unseren Reisen in die Länder von den Christen in diesen Ländern. Und deren Stimme scheinen Sie hier eben nicht wirklich zu vertreten. Nein, es geht um das Prinzip der Religionsfreiheit, die wir auch im eigenen Land, die Kollegin Jensen hat das vorhin gesagt, mit einfordern müssen. Wenn wir gestern hören, was jüdischen Mitbürgern passiert, was Muslime in den letzten Monaten in unserem Land machen und teilweise auch in Flüchtlingslagern Christen von muslimischen Mitbürgern, Andersgläubigen, unter anderem mit Prügeln, einkassierend. Und das tut die Union seit langem, das muss ich jetzt nicht wiederholen, das ist mehrfach heute gesagt worden. Der Beauftragte für Religionsfreiheit sitzt hier. Wir haben Konferenzen dazu. Und wir setzen uns vor Ort und in den Ländern immer wieder ein. Dafür stehen wir als Union. Und da ist es mir persönlich wichtig, in den Ländern, die ich dann als Menschenrechtler auch bereisen darf, da spreche ich dann in China mit Christen in Untergrundkirchen. Natürlich. Und im Irak mit Jesiden, die unter schrecklicher Folter vom IS zu leiden haben. Und in Pakistan bemühe ich mich um die Rechte der Ahmadiyya-Muslime. Nochmal zum Schluss die Pressemitteilung. Wer sich in den Ländern, in denen keine Religionsfreiheit herrscht, exklusiv für Christen einsetzt, wird keinen Frieden unter den Gläubigen bekommen, sondern nur Hass säen. Und dafür stehen wir nicht.